Salut, wir sind heute in unserem Frach oder Frech. Ich bin Blondin Almosch, du denkst, wo in unsere freche Freude und was wird gehen. Aber zuerst werden wir ein bisschen miteinander singen, sogar tanzen. Wir haben nämlich mit dem Tom Matthies Rendezvous, er ist bekannt bei uns, aber auch viel im Deutschland oder in der Schweiz für seine Schlagerlieder und wird bald eine neue CD rausbringen. Deutsche Lieder natürlich, aber auch französische manchmal. Der Tom Matthies ist voll und der wird für seine nächste Idee. Doch plötzlich stehst du vor mir und die Welt dreht sich nicht mehr. Ein musikalisches Leben, wo sehr jung in Nivella bei Lodenburg angefangen hat. Yeah, meine alte Chemise von immer wieder sonntags damals. Schön. Oh, sogar meine Gnetsch, der erste Gnetsch von meinen Großeltern. Das habe ich damals im Grenier von meinen Großeltern rausgeholt und habe euch meine erste Note dort drauf gelernt. Das ist der Schneewalzer geworden. Meine Mama hat Choral gehört am Freitagabend und ich habe Musik gehört. Und dann haben wir die halt in den Kinderladen gelassen, er hat dran nicht. Habe ich die mitgenommen, Musikprobe, und das hat auch immer so gut gefallen, er war dran. Ja, schön, ja, ein bisschen. Du hast Batterie gemacht. Wenn wir als eins anders sind, zu bekannt, dann hast du ein Instrument gesehen, dann hast du es in die Hand genommen. Weißt du das noch? Ja, mit dem Ohr. Mit dem Ohr habe ich viel gelernt. Ja. Knetsch, Klarinette, Klavier, der Tom wird wieder Instrument in die Hand nehmen und ich werde einmal dazu singen. Und ganz normal kommt er auf die Schlagermusik. Ich bin in deutsch-französischer Kultur aufgewachsen. Gell? Ich habe Kumpels, die wohnen hier in Neweiler, neben dran. Die kommen aus Deutschland und wir sind oft in Karlsruhe gewesen, um Stadtbummel zu machen oder ein Bier zu trinken oder im Cinema oder Konzerte zu schauen. Das habe ich gelernt, diese deutsch-französische Kultur. So bin ich aufgewachsen. Und wir haben auch viel deutscher Fernsehen geschaut. Und ich habe immer die Schlager gern gehört. Dann sind Stimmungslieder, hast Lust mitzutanzen, mitzusingen und mitzufeiern. Es ist positiv halt. Ich bin so stolz, dass er alles erreicht hat, was er will. Er hat immer auf ein Projekt und er macht es gern. Es ist das Gehen und man soll ja machen, was man gern macht. Ne? Und so geht Tom seinen Weg wieder. Wenn er nicht in Belfort ist, wo er im Marketing schafft, verbringt er seine Zeit auf der Bühne oder in der Studio. C'est tout l'album, hein? Vous avez le nom des titres en... dans mon premier. In ein paar Wochen soll seine nächste CD rauskommen mit moderneren Schlagerliedern. Das ist euch so gewählt, dass ich euch ein bisschen die jüngere Generation dann mitschleue. Und ich habe euch viel selbst komponiert auf dem Album. Fast ja, 8 oder 10 Titel auf das ganze Album. Und ich habe das euch gewählt, dass es eine neue Facette von mir euch gibt und ein bisschen mehr Elektro, Popik, Dance, Schlager. Wie dieses Leben! Du und ich für immer. Und wir zwei fliegen hoch Richtung Himmel, schwerelos in diesem neuen Leben. Für mich ist das ein wichtiger Moment. Das ist ein bisschen wie ein Kind, das auf die Lave kommt. Ja? Denn ich habe das Lied komponiert bei mir zu Hause. Dann hat es einen ganzen Parcours gemacht. Auch ich belebt in den europäischen nördlichen Ländern, hat die Musik bei uns oft ein negatives Bild. Seine Lieder sollen beweisen, dass die Schlager nicht unbedingt eine altmodische Musik ist. Deswegen hat er auch in der nächsten Eurovision mitmachen mit dem Lied. Er ist bei den letzten 300 ausgewählten Sänger gewesen, ist aber nicht letztendlich ausgewählt worden. Macht nichts. Er hat noch viele andere Projekte. Ich habe Lust, meine Musik zu machen mit Leb und das will ich euch am Publikum dann wieder scannen. Und wenn es so ist, dann habe ich noch Lust, lange Musik zu machen. Platz jetzt an unserer Frach oder Frech mit der Studentin Blondine Allemand, die auch sehr gut Elsässisch redet im gesamten Ritze Siebensprache.
heiße Blandin, ich bin Studentin in Strasbourg. Ich studiere Gesellschaftswissenschaften, Schwerpunkt Migration und soziale Arbeit. Von wo kommst du? Ich komme aus dem drei Ländereck, aus Büschwil. Frach oder frech? Frach. Ein bisschen. Wie viele Sprachen redest du? Ich rede Elsässisch, Französisch, Deutsch, Englisch. Ich habe Italienisch und Spanisch gelernt. Und ich habe letztes Jahr auch mit dem Türkisch angefangen. Oh je. Hast du ein Lieblingswort? Yes, nein. Was ist dein Traumjob? Mein Traumjob war einmal ein Barbershop zu machen. Was? Aber jetzt, mit was ich studiere, würde ich einfach gerne mal die Leute helfen. Und im Bereich Migration zu arbeiten. Wie sagst du Leuch? Leuch. Was ist dein Lieblingssprichwort? Träum sieß vom süßen Äpfel. Was würdest du im Elsass ändern? Als junge Leute auch mehr in Elsassisch lehren, dass wir mehr auch Kooperation mit der Schweiz und mit Deutschland machen können. Rosé Pompe oder Mojito? Das kennt mich aber gut. Aber durch Rosé Pamplemousse.